Die beiden Mannschaften mit der längsten Regionalliga-Erfahrung am Stück treffen hier aufeinander und FCN-Trainer und Vereinslegende Marek Mintal will natürlich den Traumstart mit dem zweiten Sieg perfekt machen. Und seine Jungs taten zu Beginn alles dafür, dieses Ziel auch zu erreichen. Sechste Minute, Blitzstart für Nürnberg 2. Lukas Schleimer mit einem Tor der Extraklasse zum 1:0. Technisch allererste Sahne, wie er den Ball streichelt und den Gegner ins Leere laufen lässt. Technisch und auch taktisch die zweite Mannschaft des Clubs. Immer eine Augenweide, gerade wie hier auf engstem Raum. Memmingen kam damit überhaupt nicht klar. Nächstes Beispiel auch hier. Haalas, ein Haken, eine Drehung, ein Tunnler. Das geht zu einfach. Zur Halbzeit der Stand nur 1:0. Dem ganz jungen Nachwuchs scheint es zu gefallen. Einzig die Chancenverwertung der Nürnberger zu bemängeln. Auch im zweiten Durchgang wie hier Suva, der Ball allerdings auch abgefälscht. Die Heimelf tanzte immer wieder durch die Hintermannschaft des FCM, aber bringt das Runde am Ende einfach nicht ins Eckige. Haalas nach 75 Minuten. Memmingen offensiv nicht vorhanden, aber rund 10 Minuten vor Schluss dann mit der größten Chance. Freistoß, Pfosten, das wäre die große Überraschung gewesen. Ganz frech von Beuer. Verdient wäre es nicht gewesen. Verdient ist nämlich der zweite Sieg im zweiten Spiel für Marek Mintal und seinen ersten FC Nürnberg 2.